Hallo und herzlich willkommen bei Welt der Gesundheit TV. Danke, dass du eingeschaltet hast. Bei uns dreht sich heute alles um Hypnobirthing, der natürliche Weg zur sanften Geburt, denn immer mehr Frauen wünschen sich eine Alleingeburt, eine sogenannte Hausgeburt. Und dafür habe ich heute eine Expertin bei mir, die Stefanie Matti, und die erzählt uns mal, was es mit der Hausgeburt alles so auf sich hat. Viel Spaß! Hallo Stefanie, ich begrüße dich recht herzlich in Dresden. Schön, dass du bei uns bist. Vielen lieben Dank für die Einladung, liebe Sehr Diane. gern, sehr gern. Wir haben heute der Weg der natürlichen Geburt, der sanften Geburt. Wie bist du auf die Methode Hypnobirthing gekommen? Ich kam auf Hypnobirthing durch meine eigene zweite Schwangerschaft. Ich habe 3 Wochen vor dem Geburtstermin dieses Buch bestellt, das damals ganz druckfrisch auf dem Markt, auf dem deutschen Markt erhältlich war. Und ja, habe das erhalten, habe es ausgelesen, aufgesogen, alles innerhalb von einer Nacht und war vollauf begeistert von der Methodik, von der Philosophie, die dahinter steckt, der Grundeinstellung. Und habe mich dann selber mit den Methoden und mit den Techniken, Übungen auf die Geburt vorbereitet und hatte dadurch eine wunderschöne 3 Stunden Hausgeburt, nahezu schmerzfrei. Zu schnell. Ja. Was genau ist Hypnobirthing? Hypnobirthing ist eine Kombination aus vielen verschiedenen Lebensbereichen. Wir haben Selbsthypnosetechniken in der Grundlage. Das heißt, die Frauen lernen in der Vorbereitung, sich selbst so weit in die Entspannung zu bringen und den Körper zu vertrauen, nach unten zu fahren, Gedanken auszuschalten, damit also die Körperintelligenz gut funktioniert während der Geburt, dass die Hormone gut ausgeschüttet werden können. Wir haben den Bereich der Angstauflösung dabei, also möglichst frei in die Geburt gehen zu können, gedanklich. Und Visualisierungsübungen, Atementspannungsübungen, das ist also eine Kombination aus vielen verschiedenen Bereichen. Und es ist ja nicht nur wichtig für die Geburt, sondern im Prinzip auch schon für die Schwangerschaft. Was bewirkt das denn während der Schwangerschaft, wenn ich mich schon damit auseinandersetze? Ja, je entspannter, je lockerer die Frau schon während der Schwangerschaft die Zeit verbringt und auch Kontakt zum Baby hat und natürlich auch Kontakt zum Vater, das ist ja auch immer ganz wichtig, den Partner da, wenn er es denn will, mit einzubeziehen, umso leichter wird dann auch die Geburt stattfinden. Also je nachdem, wie die Schwangerschaft verläuft, gibt es dann auch schon eine Aussagekraft darüber, wie die Geburt verlaufen wird. Also ist es eine leichte, eine schöne, eine entspannte, gut empfundene Schwangerschaft, umso leichter wird auch die Geburt werden. Ja. Was macht denn jetzt so den Unterschied aus der herkömmlichen Geburtsvorbereitung? Der Hauptunterschied liegt darin, dass wir mit diesen also Selbsthypnose-Techniken, mit diesen Entspannungsübungen in tiefere Schichten des Körpers vordringen können. Denn es ist oft so, dass in der normalen Geburtsvorbereitung oder auch so im normalen Leben wir oft sehr intellektuell gesteuert durchs Leben gehen, sehr viel im Denken sind, im Aktivmodus. Und bei der Geburt ist ganz wichtig, in die Körperintelligenz zu kommen, denn nur der Körper weiß, wie es funktioniert. Prinzipiell müssen wir dem ja gar nichts entgegensetzen oder irgendetwas wissen darüber, sondern es reicht zu vertrauen. Und das ist der Hauptunterschied, der die herkömmliche Geburtsvorbereitung unterscheidet zu Hypnobirthing. Dadurch, dass wir eben durch diese Selbsthypnosetechniken mehr ins Unterbewusstsein kommen, in dem unsere Mechanismen versteckt liegen, mit denen wir teilweise bewusst oder aber auch unbewusst ja durchs Leben gehen und dadurch vorher schon in eine tiefere Ruhe, in eine gute Entspannung kommen können. Und gerade in den Kliniken, wenn die Geburtsvorbereitungskurse angeboten werden, ist oft so, dass es dann eher auf den medizinischen Anteil abzielt, dann auch bestimmte Eingriffe, Interventionen schon den Frauen vorher zu erklären, was denn alles sein könnte bei der Geburt. Und da liegt bei uns in der Hypnobirthing-Vorbereitung der Fokus darauf, eher die Selbstbestimmung, das eigene Selbstvertrauen zu stärken. Wahrscheinlich auch so die eigene Intuition, ne? Ja, genau, ganz ein wichtiger Wenn ich Faktor, sehe, ja. also ich habe viele Bekannte gehabt, die auch Kinder gekriegt haben, die rennen dann irgendwie ständig zum Frauenarzt und Ultraschall hier und Voruntersuchung. Und Ja. ist das überhaupt alles notwendig? Da lässt sich drüber streiten. Für manche Frauen ist natürlich wichtig, von außen auch die Bestätigung zu bekommen.
ich sage mal, es kommt immer so ein bisschen auf den eigenen Lebensstil drauf an. Inwieweit möchte ich denn überhaupt von außen diese Bestätigung haben oder auch diese Untersuchungen bekommen? Ich persönlich oder meine Empfehlung, auch die Erfahrung aus der Begleitung, die ich ja seit Jahren jetzt mit den schwangeren Frauen mache, ist eher kontraproduktiv, zu viele Untersuchungen machen zu lassen. Mal ganz abgesehen von den falschen Zahlen, Daten, die dann auch oft rauskommen, dass sich Frauen dann schon während der Schwangerschaft über total verrückt machen, wenn sie eine Diagnose gestellt bekommen. Ja. Und ich habe schon so oft erlebt, dass am Ende der Geburt trotzdem das Kind ganz normal, dann pumperles gesund, wie wir in Bayern sagen, auf die Welt kam. Und die Frauen einfach vorher sich so viele Gedanken schon gemacht haben, die völlig unnütz waren. Ja. Und es spielt ja auch sehr stark mit rein, inwieweit gehe ich locker und offen, vertrauensvoll in die Geburt rein. Also das war auch meine Beobachtung in der Begleitung, immer wieder zu sehen, die Frauen, die sich vorhin schon sehr viel an Befürchtungen und Ängsten hatten, die hatten es auch während der Geburt schwerer. Also ich bin kein Fan davon, zu viel an Untersuchungen machen zu lassen. Da ist weniger mehr. Wobei ich mich auch immer frage, also das ist auch das Feedback, was ich immer bekommen habe, naja, ich will ja die Sicherheit haben, ich will ja wissen, dass alles in Ordnung ist. Und ich habe dann immer die Frage gestellt, ja, was machst du denn, wenn nicht alles in Ordnung ist? Ja, genau, was würde es denn an der Entscheidung ändern? Ja, was willst du denn machen? Also zumal gerade ne, die großen Untersuchungen, wo auch das Geschlecht bestimmt werden, ist ja sowieso erst viel später. Also was will man dann noch machen? Ja, in dem Moment kann man nichts machen und für die meisten würde es eh die Entscheidung nicht ändern. Ein Paar, das sich entschieden hat, jawohl, ich möchte ein Kind, das würde ja das Kind dann auch, ich sage jetzt mal im schlimmsten Fall mit einer Behinderung, im Normalfall auch auf die Welt bekommen und für das Kind da sein. Und von daher lieber ein bisschen weniger von außen und lieber ins Innere nicht rein, so beeinflussen der lassen, Intuition vertrauen. Und da liegt natürlich auch der große Vorteil mit Hypnobirthing. Wenn wir mit Hypnosen ins Unterbewusstsein rangehen, können wir auch den Kontakt zum Kind sehr gut herstellen. Nicht nur für die Mama, die es ja sowieso trägt und diese körperliche Verbindung sehr stark spürt, auch für die Väter ist es ganz toll, da mal mental, emotional tieferen Kontakt zum Kind aufzunehmen. Da kommen ganz tolle Ergebnisse dabei raus, was die Kinder auch schon vermitteln, ohne sprechen zu können, einfach nur in der Verbindung. Da sind plötzlich warme Gefühle da, Sätze, Gedanken, die da intuitiv übertragen werden. Und jede Mama, jeder Papa, der sich vorher schon auch mit der Haptonomie zum Beispiel dann verbindet, ist auch eine ganz tolle Möglichkeit zusätzlich noch zu machen. Die haben den besseren Zugang zum Baby und dadurch auch weniger den Wunsch von außen, vom Arzt oder von der Hebamme zu hören, jawohl, es ist alles in Ordnung, weil es die Mama und der Papa sowieso spüren. Ja, na klar, das fühlt man ja dann letzten Endes auch. Welche Vorteile bringt denn eine optimale Geburtsvorbereitung für den Geburtsverlauf und auch das Geburtserlebnis? Also ich habe zum Beispiel auch gesehen, dass es dann auch so eine genannte Orgasmusgeburt gibt. Wie kann man sich darauf vorbereiten oder ist damit, sag ich mal, jeder dann gesegnet, der sowas macht oder war das dann doch eher ein Zufall? Ja, dafür sollten wir uns kurz angucken, was da für Hormone auch ausgelöst werden während der Geburt. Die Frau ist in einem richtigen Hormoncocktail. Das heißt, es werden ganz viel Endorphine, also die Glückshormone, freigesetzt, die übrigens eine vielfach größere Wirkung als Morphium haben können. Je wohler sich die Frau fühlt, je mehr sie ins Loslassen gerät, umso besser wirkt das Endorphin erstmal im Körper. Das heißt, jede Zelle macht auf in dem Moment und dadurch kann das Oxytocin, also das Liebeshormon, das ja auch für den Start der Geburt verantwortlich ist, viel besser fließen. Und das Oxytocin ist eine wunderbare Einrichtung der Natur, denn in den verschiedensten Lebensmomenten, auch bei der Zeugung übrigens, ist ja Oxytocin-Ausschüttung pur. Auch beim Kuscheln, beim Küssen, beim weiblichen Orgasmus haben wir Frauen einen Oxytocin-Ausstoß ohne Ende. Also da flutscht diese Hormonwelt richtig, richtig gut durch den Körper. Und das kann dann eben auch einen möglichen Geburtsschmerz beiseite wischen. Das heißt, dieser Reiz wird zwar da sein, wie wenn ich mich irgendwo stoß und lenke mich dementsprechend ab davon. Ich gehe nicht auf diesen Schmerz ein, sondern halte mich eben bewusst in Bildwelten, was wir dann auch bei Hypnobirthing in der Visualisierung mitgeben,
oder aber eben auch mit den Körperfunktionen über die Hormone, einfach weg von diesen Gehirnarealen, die den Schmerz verarbeiten, und geh hin ins Schöne. Da liegt der Hauptunterschied auch zu einer schön empfundenen Geburt oder einer eben schmerzhaften und unangenehmen Geburt. Und das zu wissen, sich darauf vorzubereiten. Ich kann natürlich jetzt den Tipp geben, ganz viel kuscheln und Sex haben mit dem Partner vorher. Das ist die allerbeste Geburtsvorbereitung. Aber sich richtig darauf vorzubereiten, geht in dem Sinne, sich selbst zu vertrauen, den Hormonen zu vertrauen und dann auch in dem Moment, wenn diese Geburtskraft durch den Körper fließt, das ist ja eine immense Kraft, die freigelegt wird, die sehr ähnlich ist der Sexualkraft. Ich sage immer, im besten Fall, wie das Kind reinkam, darf es ja auch rauskommen, nämlich ekstatisch. Und ja, es gibt da auch viele Rückmeldungen von Frauen, die das als sehr, sehr lustvoll empfinden und empfunden haben, die Geburt, und teilweise dann auch Orgasmen dazu hatten. Aber sich darauf vorzubereiten, sich darauf zu versteifen, ist schwierig. Gilt auch für den schmerzfreien Bereich. Es gibt einige Frauen, die unbedingt eine schmerzfreie Geburt haben wollen. Ich finde das gar nicht so wichtig und so gut, denn dann liegt der Fokus auf diesen schmerzfrei. Ich finde es immer wichtig, oder ich gebe den Tipp mit, Wörter, Sätze zu finden, wie die Geburt denn für sich selbst empfunden werden will. Natürlich, leicht, angenehm, sicher, bequem, aber ein bisschen weg von dem schmerzfrei. Ja. Denn ich habe einige Geburten begleitet, in denen die Frauen tatsächlich eine schmerzfreie Geburt erleben dürften. Das ist das i-Tüpfelchen obendrauf. Und das ist wunderschön, das nehmen doch alle gern mit, wenn die Geburt dann auch schmerzfrei verläuft. Aber bitte nicht drauf versteifen, sonst kommt innerlich Druck. Dann während der Geburt irgendwo zu merken, okay, es zieht, es ist Enge da, es ist Druck da. Aber inwieweit das Ganze als Schmerz verarbeitet wird, das ist ja auch nochmal ein ganz unterschiedliches Empfinden. Ja, so eine Ansichtssache. Ja. Ne? Wo kommt denn der Schmerz letzten Endes her? Also hat das wirklich nur was mit meinem eigenen Gefühl zu tun, oder spielt da vielleicht auch trotzdem die Ernährung eine große Rolle? Die Ernährung ist ein wichtiger Part. Gerade so in den letzten Jahren wurde auch herausgefunden, dass Frauen, die sich zuckerfrei und weißmehlfrei vorbereiten auf die Geburt, also sehr gute Nahrungsmittel lieber zu sich nehmen, viele frische Früchte, Hülsenfrüchte, sowas in der Richtung, und einfach auf Weißmehl vor allen Dingen auch verzichten, Zucker komplett streichen, gerade so in den letzten 3 bis 4 Wochen vor dem Termin, dass das eine große Rolle spielt. Dann haben wir natürlich physiologisch auch nochmal andere Vorgänge im Körper dadurch, denn die Gebärmutter ist ja ein riesengroßer Muskel. Und wenn dieser Muskel anfängt zu arbeiten, der sich ja aufbäumt, der das Kind so langsam dann auch, also erstmal den Muttermund öffnet und dann langsam das Kind nach unten schiebt in den Geburtsweg, der braucht ganz viel sauerstoffreiches Blut. Und je mehr, je besser, je tiefer wir nach unten atmen, umso besser können diese Muskelschichten arbeiten und sich öffnen. Und dann kommt der dritte Aspekt dazu. Es öffnet sich nicht nur der Muttermund, der Körper macht auf, der Geburtsweg macht auf fürs Kind, sondern auch die Seele ist in dem Moment völlig offen, blank liegt die da. Und je nachdem, wie die Mama oder aber auch der Papa schon durchs Leben gingen in der Selbstreflexion, was haben die bisher erlebt, was haben die für Themen mitgebracht aus ihrer eigenen Kindheit und Geburt, inwieweit ist es aufgelöst, umso leichter geht es. Denn wenn die Seele dann auch sich öffnet und da viel Unverarbeitetes hochkommen kann, das ist meiner Meinung nach eines der wichtigsten Aspekte, warum es überhaupt zu Komplikationen kommt. Also auf der einen Seite der körperliche Aspekt, dass der gut arbeiten kann, loslassen kann, und dann eben der emotionale Part. Wenn die beiden aufeinander krachen, dann entstehen diese richtig riesig großen Schmerzen, von denen eben viele Frauen dann völlig überwältigt sind. Ja, ich kenne auch viele Frauen, die dann gerade in der Schwangerschaft ja extrem dazu neigen, vor allem Kohlenhydrate zu essen, aber auch teilweise wirklich viel Fleisch, was mich immer sehr wundert. Wie sieht es denn aus, wenn ich mich jetzt in der Schwangerschaft vegetarisch oder vielleicht auch sogar vegan ernähren möchte? Ist das kritisch oder ist das eigentlich Ich würde es jetzt nicht unbedingt als kritisch sehen, nur ist dann schon auch wichtig, auch für die nötigen Vitamine dann zusätzlich auch zu sorgen. Ja, na klar, man braucht ja dann schon einen anderen Pol. Genau. Aber alles, was zu sehr ins eine oder aber auch ins andere Extrem geht, ist ja immer
nicht so gut, sondern einfach irgendwo hier auch den Mittelweg zu finden. Ja, man soll sich ja trotzdem natürlich wohlfühlen, ne? Ja, soll ja auch kein Zwang sein, die Ernährung, die ich dann annehme. Was unterscheidet denn die heutige Geburt von der damaligen Geburt? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, Jana. Die damalige Geburt unterscheidet sich vor allem dadurch, dass unsere Großmütter noch sehr viel körperlich gearbeitet haben, auf dem Feld unterwegs waren und dadurch natürlich auch mehr im Körper drin waren. Die haben weniger gedacht und ja, waren einfach körperlich mehr aktiv. Und wenn man sich Länder auch anguckt, zum Beispiel die Afrikanerinnen, die innerhalb von 1-2 Stunden ihre Kinder einfach mal so schnell nebenher bekommen, ob das dann gut ist oder schlecht, lässt sich jetzt nochmal streiten, aber aus physiologischer Sicht einfach zu sehen, der Körper kann das, auch innerhalb kürzester Zeit. Da liegt für mich der Hauptunterschied, dass wir Frauen in den letzten Jahrzehnten sehr viel intellektuell gefordert wurden, ins Berufsleben eingetreten sind. Wenn man so zurückdenkt, die Frauen früher waren viel zu Hause, die konnten sich mehr entspannen, konnten mehr loslassen. Da war weniger intellektuelles Vorgehen da. Und für die Geburt ist ganz wichtig zu wissen, das Reptiliengehirn, das Stammhirn, das also alle physiologischen Vorgänge regelt, das ist der Bereich, in dem wir sein sollten während der Geburt. Wir sollen nicht denken, wir sollen auch nicht angesprochen werden. Denn alles, was ins Denken geht, wenn der Neokortex, der Verstand anspringt, zieht die Energie weg vom Reptiliengehirn und wir sind eher im Aktivmodus. Während der Geburt ist es so wichtig, als Frau loszulassen, zu vertrauen, nicht nur im Körper, sondern eben auch den ganzen Vorgängen, die stattfinden. Und jede Hebamme, jeder Arzt, der während der Geburt reinkommt, der in die Geburt dann auch dazukommt, kann eben sehr schnell störend wirken. Ich gebe auch immer den Tipp für die Geburten mit, gerade fürs Krankenhaus, dass die Männer den Part übernehmen, das Sprachrohr zu sein von der Frau zur Hebamme. Dass die Frau möglichst gar nicht angesprochen wird, auch nicht von der Hebamme. Andersrum, wenn die Frau den Impuls hat, die Hebamme um irgendetwas zu bitten, sei es Untersuchung oder ihr irgendwie mit beizustehen, dann ist wunderbar, dann kommt die Idee aber von der Frau. Dann kommt es von ihr und nicht von außen. Und zum Unterschied von den Geburten früher war natürlich auch nochmal der Aspekt, dass die Schulmedizin ja sehr stark eingegriffen hat in den letzten Jahren. Es kamen eben immer mehr Voruntersuchungen, Einleitungen, PDA, Kaiserschnitt, diese Möglichkeiten, die wir haben, die im richtigen Moment super sein können, weil sie ja tatsächlich Leben retten, wenn es wirklich notwendig ist. Können aber eben auch im Umkehrschluss dazu führen, dass die Frauen sich gar nicht mehr vertrauen, so wie früher eben die Geburten viel leichter stattgefunden haben. Das ist so der Hauptunterschied. Ich denke, dass die früher auch vielleicht gar nicht so abgelenkt worden sind. Ne? Heute verbringen die Frauen auch viel vom Fernseher, viel am Handy, was natürlich nicht nur mit der Strahlung selber zu tun hat, sondern einfach auch mit dieser permanenten Ablenkung, auch gerade dann in den Ruhepausen, wo sie sich dann wieder ans Handy hängen und gucken, was anstatt völlige Reizüberflutung. Und vor allem manchmal finde ich es gar nicht so blöd, ich sag auch mal, vielleicht in gewissen Dingen desinformiert zu sein. Ja, wie du schon gesagt hast, man wird weniger heute wissen besser. Mit allen Möglichkeiten und Varianten und was ist, wenn, wie und hätte, wäre, können. Und manchmal ist es ganz gut, die Dinge einfach gar nicht zu wissen. Ja. So kann man sich eigentlich viel besser auf sich selber konzentrieren. Und dann natürlich auch dieses, ich ruhe mich mal auf die PDA aus. Ich kenne, ehrlich gesagt, keine Frau mehr in meinem Bekanntenkreis, die ihr Kind ohne PDA zur Welt gebracht hat. Also wirklich nicht eine. Nicht eine. Alle mit PDA, weil sie sich wirklich über Stunden gequält haben, sage ich mal. Teilweise auch wirklich die Geburt auch teilweise wirklich ein Trauma für sie war, dass sie gesagt haben, also sie würden gerne ein zweites Kind haben wollen, aber aufgrund dieser Geburt nie wieder. Was ist denn das Problem mit Medikamenten? Hauptproblem, dass die Eigenproduktion in dem Moment eingestellt wird. Also sobald von außen ein Eingriff kommt, zum Beispiel per Einleitung. Es wird ja ganz oft dann Oxytocin venös verabreicht. Und in dem Moment, wenn der Körper spürt, es kommt von außen das Oxytocin, kann der ja selber gar nicht mehr produzieren. Das ist ja eine Körperintelligenz, die da anspringt und merkt, ah jawohl, da kommt was. Also produziert der Körper selber nicht mehr. Und
Das Oxytocin brauchen wir ganz stark für die Geburt, für den Geburtsverlauf, damit es im Gang bleibt. Dadurch kommen diese Wehen, diese Wellenarbeit überhaupt erst in Gang. Und wenn jetzt von außen gegeben wird, dann sind das chemische Mittel. Das heißt, es hat mit der natürlichen Produktion nichts mehr zu tun. Der Körper kann das auch nicht mehr regulieren. Denn wenn eine Geburt von ganz alleine anfängt, weil eben die Zeit reif ist, weil das Kind soweit ist und der weibliche Körper, dann reguliert der Körper automatisch, wie viel ausgeschüttet wird. Und wenn es wirklich mal zu viel wird, dann reguliert er das auch wieder runter. Also das ist schon ein Miteinander oder sollte es zumindest sein. Und wenn von außen dann eben mal mehr, mal weniger an Oxytocin gespritzt wird, dann bringt es das ganze System, die komplette Geburt völlig durcheinander. Hm. Und in so einem Moment, es ist ja sowieso ein völliger Ausnahmezustand. Es ist ein emotional intimer Moment, die Geburt. Und das dann im Krankenhaus, diese Möglichkeit der PDA dann auch zu haben und von außen auch oft angeboten zu bekommen. Weil viele Ärzte, ich meine, die Klinik ist nun mal ein Unternehmen, das am Ende schwarze Zahlen schreiben muss. Und da wird natürlich auch von außen dann mehr angeboten. Und wenn dann die Frau in so einer Ausnahmesituation vielleicht eh schon nicht mehr klarkommt, weil eben Medikamente gegeben wurden vorher oder auch nur Angst gemacht wurde, dann ist es ein Hintertürchen, das sich viele Frauen dann offen lassen und mitnehmen. Nur auch so eine PDA hat ja sehr oft dann als Nachwirkung, dass die Frauen gar nicht mehr wissen am Ende und spüren, wohin sollen sie denn auch das Kind nach unten lenken. Völlig egal, mal, ob man von Hypnobirthing ausgeht, wo es ja auch möglich ist, das Kind auf die Welt zu atmen, ohne zu pressen. Das ist ja eine der wunderbaren Möglichkeiten von den Atemtechniken, die wir da auch weitergeben können. Oder ob es dann eben so ist, einfach auch innerlich mitzuschieben. Aber die Frauen sind ja nach unten mit der PDA auch völlig abgeschottet, was das Gefühlsleben angeht. Sie haben keine Körperempfindung mehr. Genauso wie auch das Kind plötzlich sehr alleingelassen ist. Das hat die Verbindung zur Mutter verloren in dem Moment. Und das dann auch auf das Kind zu übertragen, die Kinder helfen ja auch mit bei der Geburt. Die stoßen sich von oben mit den Füßen ab, die merken dann, ah jawohl, Muttermund ist offen, schiebe ich mich mit dem Köpfchen raus, da ist der Weg frei. Also die kennen ja auch ihren Weg. Und wenn dann eine PDA zum Beispiel dazukommt, ist ganz oft danach auch die Saugglocke, die mit eingesetzt wird. Weil eben die Frauen gar nicht mehr wissen und fühlen, wo geht's denn da lang? Du hast schon gesagt, dass es natürlich für das Kind dann vor allem auch schwierig ist, nicht nur für die Mutter, weil das Kind eben diesen Kontakt verliert. Ja. Und dann zieht sich's oft viel zu lange hin, das Kind schluckt Fruchtwasser und dann wird dann im schlimmsten Fall danach noch Antibiotika eingesetzt. Und so kann das Kind doch eigentlich überhaupt gar nicht mehr so ein natürliches Immunsystem aufbauen, oder? Wenn zu schnell dann auch Medikamente in den kindlichen Kreislauf übergehen. Genau, ja. Gerade mit Antibiotika. Das macht natürlich viel dann im Vorfeld auch schon kaputt, was den weiteren Lebensweg dann angeht, ob es denn gesund durchs Leben durchkommt oder nicht. Ist es denn ratsam, den Vater bei der Geburt dabei zu haben? Also ich höre jetzt auch immer öfter, dass es besser wäre, wenn man in diesem Prozess nur von Frauen umgeben ist. Früher war es ja auch üblich, dass Männer nie an der Geburt beteiligt waren, sondern dass dann wirklich die Mutter, die Schwester, die beste Freundin oder noch länger her die Dienerin dann sozusagen mit zur Stelle war, dass es wirklich so ein Kreis der Frauen war. Was sagst du, ist da sinnvoller, dass man wieder diesen Kreis der Frauen schließt oder kann man den Vater schon mit einbeziehen? Also ich finde beides sehr sinnvoll und wichtig. Für mich gehört der Vater aber definitiv zur Geburt dazu. Denn das Baby ist halb Mama, halb Papa. Ja. Und auch für die Kinder, für die Babys, die da kommen, auch wenn man es nicht so nachvollziehen oder glauben kann, die spüren das, sind denn beide da. Es hat auch viel mit den inneren Werten, mit Yin-Yang, mit männlich-weiblich zu tun. Sind denn beide Anteile wirklich involviert und mit dem Herzen dabei, sind sie körperlich anwesend? Dadurch werden auch die inneren Archetypen, das innere Baby, auf eine gute Basis gestellt. Und für mich gehört der Vater absolut dazu. Er kennt die Frau, er weiß, wie kann er ihr auch Gutes tun. Die meisten Männer wollen auch sehr gerne sich einbringen und dabei sein.
Manchmal haben sie dann nicht so die Idee, was können sie denn machen. Das ist auch eines der wichtigen Bereiche bei Hypnobirthing, den Partner sehr stark mit einzubeziehen, damit er aktiv dann auch mit ein paar Techniken und Übungen wirklich gut helfen kann. Da haben wir so 2, 3 von den Übungen, die sich in den letzten Jahren in der Geburtsbegleitung auch als sehr, sehr wertvoll gezeigt haben, die sehr gut umzusetzen sind, die der Mann dann einfach auch machen kann, sagen kann bei der Geburt zu der Frau, bei der er merkt, jawohl, es hilft meiner Frau und es geht auch wieder weiter. Mhm. Also für mich gehört der Vater absolut zur Geburt dazu. Und fürs Kind auch wichtig. Ja. Du hast ja schon gesagt, dass es sehr wichtig ist, den Kontakt zu sich selber zu finden. Jetzt habe ich natürlich oft das Problem, ja, im Krankenhaus ist es natürlich generell schwer, das ist verständlich, die haben natürlich auch dort ihren festen Ablauf, ihre Zeiten. Ich muss mich also an die Zeiten des Krankenhauses halten, sozusagen. Ja. Ich muss mich an die Zeiten der Ärzte, ich muss alles mitnehmen, wenn Schichtwechsel ist oder wenn eben früh um 6 Frühstück ist oder wie auch immer. Daher geht der Trend ja heutzutage immer mehr zur Hausgeburt. Ist es denn überhaupt so ratsam, wenn, denke ich, fast die meisten Frauen eigentlich gar nicht mehr auch so den Kontakt zu sich selber haben, dann so eine Hausgeburt durchzuführen? Ja, ich sag mal so, meine Erfahrung hat schon gezeigt, dass die Frauen, die sich für Hausgeburten interessieren, auch diesen inneren Kontakt sehr wohl haben. Oder aufbauen. Und aufbauen, genau. Hm. Und nur weil manche Frauen diesen Kontakt verloren haben oder scheinbar verloren haben, die Verbindung ist ja trotzdem da. Da ist vielleicht dann irgendwas gekappt, aber trotzdem ist ja diese Möglichkeit für uns alle da. Jede Frau, die schwanger ist, bin ich der felsenfesten Überzeugung, hat auch die Kraft, ihr Kind aus der eigenen Kraft und Stärke heraus zu gebären. Und natürlich gibt es gerade für die Hausgeburt manche Kriterien, wo es ein bisschen schwammig wird. Gerade so aus schulmedizinischer Sicht, da gibt es dann oftmals schnell so einen Risikostempel obendrauf. Hat sich aber auch gezeigt, dass das oftmals für die Frauen wichtiger ist, sich trotzdem zu vertrauen und da so den eigenen Weg auch zu finden. Und ob dann die Entscheidung für eine Hausgeburt fällt oder auch in die Klinik reinzugehen. Ich habe sehr, sehr schöne Geburten auch in der Klinik begleitet. Das geht schon. Es braucht ein bisschen mehr Arme nach außen. Aber klar, bei der Hausgeburt fallen viele Faktoren weg, die wir in der Klinik einfach wissen sollten. Also für die Paare, die in die Klinik auch gehen, finde ich es immer ganz wichtig, sich vorher zu informieren, was macht diese Klinik, wie sind die aufgestellt, wie sind die Kaiserschnittraten, wie ist es mit der PDA, wie hoch sind da die Prozentsätze, mal zu gucken, was ist mir denn selber wichtig, so ein bisschen eine Liste auch mal anzufertigen, gilt übrigens auch für die Hausgeburt. Einfach mal sich hinzusetzen, auch zusammen als Paar mal zu besprechen, was möchten wir denn, wo wollen wir denn landen mit all dem. Geht ja der Trend immer mehr zur Alleingeburt. Was genau heißt das? Das ist wirklich, dass die Frau dann komplett alleine ist? Alleingeburt bedeutet in erster Linie, dass kein medizinisches Personal, also weder Hebamme noch Arzt mit dabei ist. Es ist sehr oft per Alleingeburt auch so gemeint, dass dann schon der Partner mit dabei ist. Also nicht nur die Frau alleine, aber eben, dass der medizinische Part außen vor bleibt. Und das finde ich auch eine ganz tolle Entwicklung in letzter Zeit. Denn jede Frau, die sich traut, die sagt, jawohl, ich schaffe das per Alleingeburt, das sind die schönsten Geburten. Weil da so eine innere Sicherheit, so eine Stärke da ist, die natürlich auch dazu beiträgt, in der Fokussierung, in der Ausrichtung, jawohl, das Kind kommt ganz natürlich, normal auf die Welt. Ich hatte vor ein paar Jahren mal eine Anfrage von einem chinesischen Pärchen, also Deutsche, die in China leben. Aha. Sie wollten mit mir Skype-Geburtsvorbereitung machen und beim 2., 3. Termin sagen sie, ja, mit der Hausgeburt in China klappt nicht, sie müssen ins Krankenhaus gehen. Und das wollen sie nicht. Sie fliegen jetzt nach Deutschland. Wissen zwar auch noch nicht genau, wo wird dann die Geburt stattfinden, aber sie kommen jetzt mal nach Deutschland. Und die Dame, die Schwangere, war 49, er auch 49, war schon mal erster Risikostempel. Mhm. Dann hatte sie ein Myom in der Gebärmutter und als 3. Kriterium hatte sie auch noch Heparin gespritzt, also Blutverdünner während der ganzen Schwangerschaft, damit es stabil blieb. Also sie hatte aus schulmedizinischer Sicht 3 Risikostempel und ihr wurde geraten, Klinik, ja, natürlich können wir probieren, am besten aber Kaiserschnitt. Und sie wollte unbedingt per Hausgeburt das Kind bekommen.
Und hat dann auch in diesen Prozessen während der ganzen Schwangerschaft ja dann immer wieder mit ihrem Mann dann auch ganz viel gesprochen, was wollen wir denn, was machen wir denn, wo sind wir denn bereit, dann auch die Selbstverantwortung zu übernehmen. Und Ende vom Lied war dann, innerhalb weniger Stunden kam das Baby in dem Geburtspool im heimischen Bad dann ganz normal gesund auf die Welt. Wahnsinn. Und solche Geschichten zeigen mir, was da die Natur für eine Intelligenz mitgegeben hat, dass alles da ist, dass die Schulmedizin kann viel Stempelchen oben draufhauen. Wenn wir es wirklich brauchen, wenn sich während der Geburt zeigt, es geht nicht ohne, okay, dann mitnehmen, ganz klar, egal ob PDA oder Kaiserschnitt. Aber wir haben im Vorfeld so viele Möglichkeiten, da positiv einzuwirken, damit die Geburt schön, natürlich, leicht verläuft. Und das finde ich wichtig zu nutzen. Hm. Und da ist natürlich für jede Frau, für jedes Paar so ein eigener Weg dann auch, den die finden. Ja, das hört man sehr häufig, gerade mit dem Myom, dass dann geraten wird, sich die vorher, bevor man schwanger wird, noch operativ entfernen zu lassen. Oder dass die dann wohl in der Schwangerschaft ein Risiko sind. Ja. Wobei ich auch wirklich viele kenne, die trotz Myom ganz normal ihre Kinder zur Welt gebracht haben. Genau. Also ich verstehe eigentlich auch nicht, warum Myom so ein medizinisches Problem darstellt. Ja, es kommt schon ein bisschen auf die Größe an und wo die auch sitzt. Und wie die Geburt auch verläuft, ganz klar. Nur wenn das jetzt aus schulmedizinischer Sicht, wenn wir es jetzt mal von der Seite betrachten, auch auf eine Größe ist, die schwellen übrigens auch oft ab während der Schwangerschaft. Mhm. Ganz oft, dass die sind auch oft verschwunden nach der Geburt. Genau. Sind auch das ist noch viel witziger. Ja. Diese ganzen Untersuchungen sind ja eine Momentaufnahme. Egal, ob das während der Geburt ein Muttermundtasten ist, wie weit ist der Muttermund offen, oder ob es eben vorher eine Ultraschalluntersuchung ist oder irgendeine Ausmessung, Fruchtwasserausmessung zum Beispiel. Das ist immer nur eine Momentaufnahme. Das kann am Tag, zwei, drei später ganz anders aussehen. Deshalb auch, wenn so eine Untersuchung mal kommen sollte, immer ruhig bleiben und sagen, okay, gut, das ist jetzt gerade so das Ergebnis, jetzt warten wir mal ab und lassen vielleicht einfach nochmal untersuchen nach ein paar Tagen. Aber meine Erfahrung zeigt ganz eindeutig, jede Frau, die schwanger geworden ist, da waren wir auch nicht daneben gestanden, weder bei der Befruchtung noch beim Wachsen. Als das Kind gewachsen ist, haben wir auch nicht gesagt, so, jetzt da kommt das Organ hin, da kommt der Fingernagel hin und hier kommt, wächst das Haar und in der Farbe, in der Größe. Die Natur weiß schon, was sie tut. Sehr schön. Ich danke dir sehr für das Gespräch, Stefanie. Hast du vielleicht für uns noch so eine Endbotschaft oder für Frauen, die gerade schwanger sind? Ja, habe ich. Gerade für die Paare. Also ich möchte auch die Männer animieren. Bitte erhebt eure Stimmen, nicht nur während der Schwangerschaft, sondern auch während der Geburt. Steht für euch ein, vertraut euch. Das klappt, das wird. Aber macht euch auch sichtbar mit dem. Was sind eure Wünsche? Was wollt ihr, wenn ihr während der Geburt auch merkt, nee, der und der Teil passt uns nicht, egal ob das eine Hebamme oder ein Arzt ist, dann sprecht es an. Freundlich, aber selbstbestimmt. Vielen lieben Dank. Gerne, ich danke. Danke, dass du da warst. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Ansonsten abonniert gerne unseren Kanal, damit könnt ihr uns super unterstützen oder lasst uns eine kleine Spende da. Auch darüber freuen wir uns. In diesem Sinne, bleibt gesund!